Die Inzidenz heute ist bei 87,42 und morgen ist sie niedriger. Und wem an dieser Stelle teilen Sie mein Streben? So, ich habe jetzt noch relativ viele Fragen, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit, weil ich die Gäste in der anderen Videokonferenz nicht lange warten lassen kann. Deswegen möchte ich nur noch auf ganz weniges eingehen. Und ich gehe auf das Thema Impfen ein. Gefragt wird, ob uns bekannt ist, dass jemand nach der Impfung ernsthaft krank geworden ist oder gestorben ist. Solche Reaktionen sind uns hier weder vom Impfzentrum in Bensheim noch vom mobilen Impfen bekannt. Dann wird gefragt, muss man gelernte Erzieherin sein, um nun zu dieser Gruppe zu gehören, Lehrer von Grundschulen und Kindertagesstätten etc., die jetzt im Impfen vorgezogen wird. Nein, das muss man nicht. Lehrer